Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Icarus Online bzw. Riders of Icarus. Da habt ihr gerade gesehen, wie es aussieht, wenn ein Mount ein Level-Up hat, denn die Mounts, die haben auch einfach nur dadurch, dass sie bei euch sind, bekommen sie schon Erfahrungspunkte. Ja, und so sieht es dann aus, wenn der ein Level-Up hat. So, wir machen jetzt aber direkt mal mit den Quests weiter. Und zwar geht's weiter bei Eric. Ich nehme übrigens gerade immer noch am Montag auf, bevor die erste Folge gekommen ist. Extraktion in Aktion. Genau, das wollte er uns ja jetzt erklären. Kann ich eigentlich auch mit Bild runterrollen? Nee, kann ich nicht, schade. jetzt erzähle ich euch, wie ihr einen Extraktor verwendet. Öffnet euren Beutel und rechts klickt auf den Stufe 10 Extraktor. Ausrüstung, die ihr extrahieren könnt, leuchtet auf. Wenn ihr auf die gewünschte Ausrüstung klickt, ist die Härtungsteinextraktion möglich. Denkt daran, dass Härtungssteine ein wichtiges Material zum Verstärken eurer Ausrüstung ist. Setzt sie also mit Bedacht ein. Das erste Mal ist, probiert es einmal an der Übungswaffe aus, die ich euch gegeben habe. Okay. Ja, ihr wünscht mir Glück. Also ich hoffe, dass ich so viel Glück dafür nicht haben, also nicht brauche. So, und da sollte ich draufklicken und das ist die Übungswaffe, oder? Genau, Extraktionsschwert. So, zack. So einfach geht das. Und das sind jetzt die Härtungssteine, die wir bekommen haben dafür. Hello. Ihr könnt die Härtungssteine, die ihr aus der Extraktion gewinnt, verwenden, um eure Ausrüstung zu härten. Schätzt sie und bewahrt sie sicher auf. Nun, da ihr ein paar Härtungssteine besitzt, solltet ihr eure Ausrüstung ein wenig aufwerten. Der Härtungsstein funktioniert genau wie der Extraktor. Probiert es einmal aus. Sucht Agarite auf, sobald ihr euch mit der Methode vertraut gemacht habt. Vielen Dank, ihr habt hart gearbeitet. I wish you luck. Danke, danke. Gut, dann nehmen wir mal so einen Härtungsstein. Und ich nutze ihn mal... Ach, kann ich das nicht auf die Waffe machen? Der kann nicht gehärtet werden, der Stab. Dann härte ich mal das Kleidchen. So. Pling! Bam. Hey, wir kriegen hier echt für jeden Käse, kriegen wir hier einen Erfolg, ne? Achso, wir müssen die beide nutzen, alles klar. Das heißt, der zweite kommt dann noch auf die Schuhe. So werden die auch gehärtet. Ja, so richtig abgehärtete Schuhe, das ist schon viel wert. Imprägniert quasi. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Schaling über ein besonderes Talent für das Kontrollieren von Magie verfügen oder ob ihr einfach eine schnelle Auffassungsgabe besitzt, aber ihr lernt schnell. Anscheinend sind die notwendigen Vorbereitungen für die Reise abgeschlossen, daher ist jetzt der Zeitpunkt für eure letzte Aufgabe gekommen. Seine Majestät wohnt im innersten Gemach nahe der Bibliothek. Informiert ihn über Prinzessin Lanias Lage. Ich beschwöre einen Transportschein für euch. Oh, und über Crow, dem Hauptmann des Onyx-Orden. Der Onyx-Orden ist eine Organisation, die direkt dem König von Hakanas unterstellt ist. Sie überwachen Spione, sammeln wertvolle Informationen bei Notfällen und wehren Bedrohungen ab. Sie sind eine große Hilfe für das Königreich. Crow ist ihr Anführer und ihr werdet ihn von nun an sehr häufig sehen. Habt Dank für eure harte Arbeit. Be careful. Gerne. So, also wir haben hier noch, die können wir noch nicht aufmachen, die hier können wir aber aufmachen. Was ist das? Oh, da haben wir neue Ausrüstung drin. Der hat aber weniger DPS als der, den ich aktuell habe. Magisch-kritischer Schaden ist zwar sehr, sehr nice. Guck mal unten, bei wenn ausgerüstet, seht ihr direkt, was er für einen Unterschied bringt zum aktuell ausgerüsteten Stab oder eben Rüstungsteil. Finde ich jetzt gar nicht so stark. Das ist definitiv besser als das, was ich gerade trage. Das ist das. Makellose Feenhandschuhe. Oh, kriege ich Handschuhe an. Oh Gott, wie süß. Das sind so Rosenarmbändchen. Ach Gott, wie goldig. Dann haben wir hier die Schuhe. Die sind auch besser. Und der Teddy, der ist schlechter. Guck mal, der hätte dann sogar noch eine Schleife, aber der ist schlechter. Das bringt uns trotz allem nichts. Okay.
Was haben wir hier unten? Neue Fähigkeit. Aktiv haben wir was Neues. Tödliches Püppchen. Konzentriere deine Energie auf die Puppe und wirf sie auf einen Gegner, um großen Schaden zu verursachen. Okay. Unterschiedliche Aufladungsstufen. Ich denke mal, das hängt dann davon ab, wie lange ich das caste, wie viel Schaden das macht. Das sind Passiva. Okay. Kann ich das dann hier unten? Aber das muss ich nicht rausziehen, ne? Weil das Passiva sind. Genau, das kann ich auch gar nicht rausziehen. Vielleicht sollte ich das immer als erstes machen, dass ich da noch genügend Zeit habe, auf den Gegner zu zielen, bis er auf mich zugerannt kommt. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so verkehrt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten müssen wir hin. So. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich bei irgendeiner Quest mal Ewigkeiten gesucht habe. Und ich hoffe, hier haben wir übrigens die Höhenanzeige. Muss ich da rein oder kann ich da nicht rein? Hakanas Schloss. Nee, da konnte ich scheinbar nicht rein. Wie gesagt, ich weiß, dass ich bei einer Quest wirklich mal Ewigkeiten gesucht habe, bis ich endlich da war, wo ich hin wollte. Und es war ein ziemliches Chaos. Oh, guck mal, Stufe 4 hat der Kleine jetzt erreicht. Da kann ich auch nicht rein. Hier kann ich aber rein. Vorplatz. Aber das ist die Bibliothek. Sie hatte uns ja gesagt, nahe der Bibliothek, ne? Aber hier können wir scheinbar auch noch eine Quest annehmen. Bei ihm? Willkommen in der Bibliothek. Ich hoffe, ihr werdet euren Wissensdurst in diesen Hallen stillen können. Scheinbar nicht. Was haben wir denn? Aber hier ist doch ein... Ach, Ebene 2. Geht hier drin? Hier geht's weiter. Ah, gucke mal. Hier geht's runter. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Vielleicht gucken wir erstmal nach der anderen Quest. Also ich finde mich noch nicht so 100% zurecht. Im Übrigen ist die Zeit, die ihr hier warten müsst, um eure Belohnung zu bekommen, die müsst ihr nicht am Stück online sein. Wenn ihr jetzt morgens mal, was weiß ich, kurz online seid, so 10 Minütchen, um irgendwas zu schauen und ihr habt dann nicht mehr die Möglichkeit und schafft es zeitlich nicht mehr. Kamen wir denn da nochmal hin? Dann ist es völlig egal. Wenn ihr dann später nochmal einloggt, habt ihr immer noch die Zeit, habt ihr immer noch die Zeit, das wahrzunehmen. Hier, guck da. Hier ist es auch nochmal woanders. Ach, da oben muss ich, glaube ich, rein. Aber hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal eine Quest. Bei Stuart, dem Minister für innere Angelegenheiten. My time is precious. Sieht nach einer Daily aus. Das Sterben einer Lady. Meine Tochter ist schon wieder verschwunden. Das ist das dritte Mal diese Woche, dass sie sich nachts aus dem Haus geschlichen hat. Jedes Mal, wenn sie zurückkommt, riecht sie nach Rauch und Schweiß. Wo geht sie immer hin? Es schickt sich für ein junges Mädchen nicht, nachts alleine durch die Stadt zu laufen. Will that girl ever learn? Find her, before she does something foolish. Okay, sie hat gesagt, wird das Mädchen es jemals lernen? Finde sie, bevor sie irgendwelchen Blödsinn anstellt. Mit Esmeralda müssen wir sprechen, alles klar. Aber erstmal möchte ich gerne die Quest weitermachen hier. So.
Ja, schön brav knixen. Nee, mit ihm wollte ich nicht reden, aber ich wollte nicht unbedingt zum König rauf. Die Audienz beim König. Letzten Endes die Prinzessin. Ihr habt hart daran gearbeitet, diese Reise vorzubereiten und hierher zu kommen, um die Neuigkeiten zu überbringen. Ich lobe eure Anstrengungen. Stufe 9. Also ihr seht, wir machen nicht nur bis Level 10. Ich würde vielleicht sagen, es ist Level 20. Ich weiß gar nicht, wo das maximale Level in Riders of Icarus ist. Anordnung des Königs. Ich fürchte, der Adel von Harkanas hat ein gewisses Bedürfnis, seinen Blutdurst zu stillen. Als wir von Lanyas Entführung hörten, forderten sie sofort zu erfahren, wem sie die Schuld daran geben können. Und sie schoben sie dem Ritter, den Rittern meiner Tochter zu. Ich fürchte, die Adelshäuser scheren sich nicht um euren Edelmut. Durch das Verschwinden der Prinzessin werden sie die Chance ergreifen und euch zum Sündenbock machen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, die Verbindung zu euch gänzlich zu trennen. Ich werde es selbst verkünden. Ihr werdet euren Ruf von Neuem wiederherstellen müssen, aber wir helfen euch, wo wir nur können. Sprecht mit Julnus, er wird euch führen. With the aristocracy against you, I must remain impartial in public. Okay, but jetzt. I will swear to you here and now that you have my support, at least in secret. Jetzt müssen wir mit Julnus reden. Will speak to you on my behalf from this point forward. Ah, Fanyana, es tut mir leid, was geschehen ist. Der König macht sich selbst Vorwürfe. Die Adligen, die dieser Land verdrängen, sind sehr präsent in Hakains Kreuzweg. Daher können der König und ich in dieser Angelegenheit wenig tun. Es ist meine Schuld, dass sie so viel Macht erlangten. Nach so langer Zeit in der Wildnis befürchte ich, dass ihr nicht mehr an das Stadtleben gewöhnt seid. Ihr solltet Minister Stuart aufsuchen. Er kann euch dabei behilflich sein, euch in Hakains Kreuzweg wie zu Hause zu fühlen. Alles klar. Ja, wir werden erstmal so ein bisschen hier herumgeführt und sollen alles nach und nach kennenlernen. Hakanas Schloss. Ach, guck, ja genau. Es lädt dann halt immer so kurz, weil das war so ein Einspieler-Instanzenbereich, wo ihr keine anderen Spieler drin seht. My time is precious. Meister Julnus erzählte mir von euch. Es ist eine Schande, dass der König euch nicht mit offenen Armen willkommen heißen konnte. Aber das ist nur Hofpolitik für euch. Dennoch wurde mir aufgetragen, euch zu helfen, wo es nur geht. Im Geheimen natürlich. Also seid unbesorgt. Nun erlaubt mir, euch der Stadt erneut vorzustellen. Hakane's Crossing, the crown jewel of Hakanas. The avenue through Noble's Gate leads to Victory Plaza. It's the social heart of the city and where you'll find the bank. Artisan Square is our crafting district. The perfect place to ply your trade. The Familiar Academy is a fine place for cavorting with the wild beasts. You'll find only the finest goods in the market district. And if you plan to form a guild, visit the Guild Hall. The Titan platform is the transport hub for the upper class. I doubt you'll need to go there. Now, if that's you're on your own. Auch hier ist wieder der Dialog ein bisschen abgebrochen. Macht nichts. Okay. Seek out Director Willow at the Familiar. Ach guck, der hat noch eine Quest für uns. Stärke in Einigkeit. Ganz egal, wie stark ihr seid, es gibt ein paar Herausforderungen, die ihr unmöglich alleine bestehen könnt. In solchen Zeiten täte es euch wohl, die Hilfe einer Gilde in Anspruch nehmen zu können. Dürfte ich einen Abstecher zur Gildenhalle in Hakains Kreuzweg vorschlagen? Der Gildenmeister der Halle kann euch mehr darüber erzählen, wie ihr eure eigene Gilde gründet. Ja, warum nicht? Also, wenn ihr Bock drauf habt, können wir auch gerne eine Gilde gründen. Also, wenn ihr Lust habt, ich meine, es ist halt bei Teso im Endeffekt auch so, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, leider immer was mit der Gilde zu machen. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn man andere Leute zum Quatschen hat. Und es ist ja hier bei Icarus auch so, dass
Es ist ja hier bei Icarus auch so, dass das ein Multilanguage-Server ist, ein internationaler Server, und von daher schadet es nicht, wenn man andere Leute hat, mit denen man sich unterhalten kann. So. Hier haben wir so eine... Ist das eine Daily Quest oder ist das eine Tutorial Quest? Noch ein Held gekommen, um Hakanas Zukunft zu gestalten? Seid gewiss, Gilden verfügen in diesem Land über einiges an Macht. Und diese Macht wächst mit jedem Tag. Wenn ihr eine Gruppe von Verbündeten gefunden habt, denen ihr euer Leben anvertraut, kann ich euch als offizielle Gilde eintragen. Für eine kleine Gebühr, versteht sich. Natürlich. Wie teuer ist es denn, eine Gilde zu erstellen? 2 Gold. 2 Gold kostet der Spaß. Und wie viel Geld habe ich? Ach guck, 85 Silber haben wir schon. Das ist ja gar nicht so mega viel. Das geht ja noch. Da hinten müsste ich als nächstes hin zur Gefährtenakademie. Hupsala, genau, da lerne ich dann nämlich auch, wie das funktioniert mit... Gefährt hat Stufe 5 erreicht. Da lernt man dann auch, wie das funktioniert mit, wie das funktioniert mit dem Begleiter zähmen, mit dem Bändigen, wie das hier heißt. So. So sind wir jetzt recht flott unterwegs. Mit dem kleinen, dicken Papagei. Wollen wir erstmal zu Blau gehen? Komm, mach mal erstmal das fertig, weil ich glaube, dass das keine Quests sind, die jetzt großartige Folgequests haben. Von daher hätten wir das dann recht schnell abgeschlossen. Ach guck, das ist ja sowieso hier alles an einem Haufen. Das ist natürlich mega praktisch. So. You've got him now. Schickt euch meinen Vater... Ich sagte ihm schon, dass ich nichts Falsches tue. Ich möchte mir nur noch einen Gefährtenkampf ansehen, bevor ich ins Bett gehe. Ich habe 20 Gold auf den gesetzt. Goodness, how exhilarating. Okay, ja, sie schaut sich also gerne hier Kämpfe an. So. Hoppala, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ach so. Gildenfenster hätte ich fast geöffnet. So, ich muss mich hier anscheinend nicht dran binden. Das wusste ich nicht mehr so hundertprozentig, ob ich mich hier binden muss oder nicht. So. Und hier müssen wir jetzt mit ihm reden. Ihr müsst Meister Julnus neuestes Projekt sein. Dabei die Prinzessin zu retten, richtig? Oh, Stufe 10. Ja, damit endet dieses Let's Play. Nein, wie gesagt. Stufe 10 habe ich ja jetzt viel, viel schneller erreicht, als ich zunächst dachte. Mir schwebt da ein Gefährte für euch vor. Die Reniti sind zuverlässige Einhörner, aber sie benötigen eine feste Hand, um sie zu kontrollieren. Sprecht mit Latini, um einige Hinweise zu erhalten. Ja, direkt das erste Mount, was man hier bekommt, ist ein Einhorn. So, jetzt kann ich gar nicht mehr so lange weitermachen. Jetzt war meine Platte eben voll. Oje, oje. Gut, dann kann ich jetzt nur noch so maximal 5 Minütchen aufnehmen. Willkommen. Ich bin für die Gefährtenprüfung verantwortlich. Es gibt viele Arten, einen Gefährten zu bändigen, aber scheinbar wisst ihr noch gar nichts darüber. Seht zu und lernt. Well, I guess I ought to show you how to... First tip, select a target and sneak up on him if you can. It's easier that way. Keep low and move in fast. Once you jump on, you'll only have a few seconds to form a bond. It's going to fight back, so you have to fight harder. And that's it. Once it's under your spell, it'll never stray. Wish I could say the same about my boy. Okay, let's see if you can tame one of your own. Just remember, see what the animal needs. Ach, guck mal, wie süß, wie aufgeregt unser Charakter ist. Okay, haben wir jetzt das Bändigen, die Sachen fürs Bändigen bekommen? Fähigkeitenfenster. Nee, was ist das denn hier? Agnas, der Kuschelige. Beschwört eine Puppe und dazu ein riesiges Spektakel. Ich ziehe mir das mal hier rein. Ich denke aber, ich werde mal in einer anderen Folge schauen, wie ich das mache.
was das genau bewirkt. Wie kann ich mich jetzt anschleichen? Wo habe ich denn jetzt diese Sachen? Huch, warum leckt das denn so, wenn ich hier durchscrolle? Hä, warum habe ich denn hier das... Ach so, ich muss erst nochmal mit ihr reden. Ups, und dann kriege ich die Fähigkeiten. Lalala. Good to meet you. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Eure Prüfung beginnt gleich. Okay, eure Prüfung beginnt. Jetzt. Ihr habt 10 Minuten, um ein Reniti zu bändigen. Let's see what you can do. Alles klar, wir müssen dann nämlich WASD noch drücken. Wie geht denn Schleichen? Ich weiß nicht, wie Schleichen geht, ich weiß es nicht. Warte mal, und jetzt? Da war eben die Leertaste, wurde mir angezeigt. Boah, das ist so lange her, aber ich meine, das wäre irgendwie... Ihhh, eine Spinne. Aber ich will doch nur da drauf hüpfen. Ah, jetzt. Ach, ich muss es doppelt anklicken. Ach so. Ups. Naja, fast. Das war wohl wieder nichts. Oh Gott, ich stelle mich gerade aber auch an. So, und jetzt A drücken. Da oben sehen wir das, was gerade aufleuchtet, müssen wir drücken. Es geht auch automatisch immer ein Stückchen. Die grüne Anzeige zeigt uns Erfolg an und die untere Misserfolg. Und wir haben unser Einhörnchen. Yay! Und mit dem können wir nämlich auch sprinten. So, ihr habt einen guten Anfang gemacht. Ich bin mir sicher, ihr werdet in Windeseile größere und bessere Gefährten finden. Naja, bessere... Oh, das arme Einhorn, als ob das nichts Tolles wäre hier. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Yay! Bedanke mich ganz, ganz... Oh, da kam schon das erste Level ab. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, wenn wir auch in der nächsten Folge Ikarus Online wieder zusammen durch die Welt laufen würden. Also bis dahin und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss!